Ich öffne 36 Booster des aktuellen Sets Paldeas Schicksal, um mein Master-Set voll zu bekommen. Dieses Video wurde gesponsert von meinem Partner Battle Bear, eurem neuen Vertrauensshop für Sammelkarten jeglicher Art. Egal ob Paldeas Schicksale oder andere interessante Schnäppchen, auf der Website werdet ihr auf jeden Fall fündig. Schaut also in die Videobeschreibung, klickt auf den Link und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Falls ihr auch aus der Nähe kommt, stattet doch den Jungs mal vor Ort einen Besuch ab, denn zwei Shops gibt es bereits und ich war selber erst vor kurzem in Kaiserslautern und es war wirklich ein Ereignis. Vielen, vielen lieben Dank fürs Sponsern dieses Videos und jetzt ganz viel Spaß. 36 Booster Paldeas Schicksal, ist ja fast hier wieder das 10er Top Trainerboxen Opening. Oh mein Gott, dort waren es 90 Booster. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich so viele Booster von diesem Set öffnen werde. Deswegen vielen, vielen lieben Dank hier an den Sponsor dieses Kanals, Battle Bear. Der das möglich macht, dass wir hier so viele coole Hits ziehen können und uns an dem Set erfreuen können. Wir starten direkt rein mit ein paar Limperlim, Gengar und Psyopatra X. Ich bin gerade ein bisschen baff. Die haben wir schon lange nicht mehr gezogen. Und ja, es ist natürlich, ich hoffe, alle, die das jetzt denken, hören noch zu und sind noch da. Denn oft wird sich nur das Thumbnail angeguckt und es wird gesehen, was? Es gibt doch Displays. Und ich sag's ja immer wieder, es gibt von Sondersets keine Displays. Ich habe diese Booster aus den Tin-Boxen, in denen pro Tin jeweils 4 Booster drin sind, und aus den Premium-Kollektionen rausgeholt, wo jeweils pro Kollektion 8 Booster drin sind. 3 Kollektionen, 3 Tin-Boxen macht zusammen 36 Zulords. Nein, hoffentlich nicht, aber Zulord EX? Schön und Doppelhit? Nein. Aber immerhin ein großes Shiny. Eins, was wir schon 3-4 Mal gezogen haben, leider. Naja, und wenn man dann mal rechnet, dann haben wir 36 Booster an der Zahl, macht theoretisch gesehen ein Display. Und ja, ich finde das schön, 36 Booster, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das wäre, so ein Display in der Hand zu haben. Und natürlich ist es kein wirkliches Display, es sind nur 36 Einzelbooster. In einem Display hätte man ja natürlich auch eine gewisse Pullrate, die quasi garantiert ist, mehr oder weniger garantiert. Und das hat man hier bei den Einzelboxen natürlich nicht. Soll uns aber nicht stören, es geht hier einzig und alleine darum, Booster aufzumachen. Denn wann kann man das denn mal schon hier? Das ist doch Wunderbärchen. Und deswegen ziehen wir hier jetzt einfach die Karten raus, die wir brauchen. Let's go! Kirlia Nummer 1. Perfekt. Und kann gleich weitergehen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich finde, das machen wir jetzt so. Das war eine Ansage. Das Master Set fühlt sich nicht von alleine. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das hier jetzt ein sehr, sehr hitreiches Opening wird. Schade. Bisher nicht. Aber hey, wir haben noch sehr, sehr viele Booster to go. Übrigens, meine Lieben, falls ihr es verpasst haben solltet, es gibt jetzt ein Shiny Pamo auf die Hand. Warm und, nein, Spaß, Forschung des Professors. Schönes Artwork nach wie vor. Es gibt jetzt Shorts auf meinem Kanal. Oh yeah, falls ihr diese Shorts noch nicht gesehen habt, checkt unbedingt die Kategorie aus. Dort werde ich ab jetzt regelmäßig Best-of-Pulls, Reactions und so weiter hochladen. Oder, falls ihr das auch noch nicht gesehen habt, stattet auf jeden Fall meinem TikTok-Kanal einen Besuch ab. Denn der ist jetzt auch gerade ganz frisch an den Start gegangen mit Gaming-Highlights und Opening-Highlights. Dort wird dann alles gebündelt hochgeladen, je nachdem, welche Plattform ihr eher nutzt. Oder auch des Supports wegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und mich unterstützt oder einfach auf coole Reaction und Reels und Game-Fails wartet. Hab's wirklich lange vor mir hergeschoben, aber ich muss sagen, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, die Shorts zu schneiden und es macht wirklich Spaß. Es macht Spaß, sie sind kurz und knackig, das Beste ist zu sehen und ich habe mich wirklich lang gedrückt, aber letzten Endes kommt man als Content-Creator doch nicht so richtig drum herum. Oh, Doppel-Hit-Match, Galvoix und Delfinator again. Jetzt denkt ihr euch so, hä, Delfinator again? Den hat sie doch noch gar nicht gezogen. Ich habe gerade eine Aufnahmesession und nehme mehrere Videos am Stück für euch auf.
Und da habe ich halt in einem anderen Video den auch schon gezogen. Spoiler! Je nachdem, ob das Video, ich glaube, das Video hier kommt danach, deswegen müsstet ihr es schon gesehen haben. Und ich... Riesenzahne X! Haben wir schon. Schade. Mir fällt übrigens gerade ein, Cravoloro IX ist, glaube ich, die einzige Karte aus dem normalen Set bis 91, was mir jetzt noch fehlt. Ich glaube, das ist wirklich die allerletzte Karte und dann natürlich noch jegliche Shinies. Und natürlich immer noch die heiß beliebten Secret-Alternativen, Mew, Glurak und die Goldkarten. Ja, bin gespannt, ob wir hier aus den Boostern wenigstens eine Goldkarte ziehen können, die uns noch fehlt. Das wäre sehr, sehr cool, aber wir ziehen nur noch ein Pizzarotom. Ja, ich habe Pizzarotom gesagt, weil es ein Ofen ist und im Ofen kann man Pizza warm machen und genau. Dedenne, Fresbino, Kloptopus, Gengar, übrigens sehr, sehr starkes Artwork von Gengar, Irokex, kommt schon, gib uns ein Shiny! Gladimperio! Der hat mir noch gefehlt. Ich merke hier, das wird... Doppel-Hit-Magic, Paldeas Schüler gleich hinterher. Habe ich schon, aber es ist immer wieder cool, eine Trainer-Fuller zu ziehen. Das geht doch schön weiter hier. Es gibt so viele coole Mini-Shinies. Nennt mir doch gerne mal eure Lieblings-Shiny-Karte hier aus diesem Set. Egal, ob groß oder kleine Shiny. Glurak, ja, verstehe ich. Aber vielleicht gibt es ja ein underratedes Shiny, was nur ihr auf dem Schirm habt. Dann lasst es mich sehr gerne wissen. Es gibt wirklich so viele Karten in diesem Set. Pikachu, wo bist du? Ich brauche Shiny Pikachu. Groof. Fliegendes Funpi. Ich finde, Funpi sieht sehr, sehr stark Dumbo-lastig aus. Die Öhrchen, außer dass es damit nicht fliegen kann. Leider nur der Professor und nochmal eine Professorin. Wir haben schon hier das 18. Booster. Wow. Einfach alles auf... Oh, Leute. Drückt die Daumen. Der Fullarzt kommt, sollte ich lieber sagen. Der Goldarzt kommt. Bitte Dinglu oder die Schnecke. Ich vergesse immer den Namen. Bitte, bitte, bitte. Als ob. Oh mein Gott, das kannst du niemandem erzählen. Das glaube ich nicht. Wir haben bisher... Ich glaube, 4 von 5 Goldkarten gezogen und noch keine doppelt. Und jetzt fehlt nur noch die Schnecke. Aber der Dinglu ist wirklich fürchterlich gecentert. Oh mein Gott. Aber wir ziehen einfach diese Goldkarten. Ich habe noch nie so viel Glück gehabt mit diesen Goldkarten. Das ist einfach mein Set. Die Goldkarten sind für mich geprintet. So nice. Ja, das habe ich jetzt aber wirklich mal Last Pack Magic für die erste Hälfte des imaginären Displays. Also insane. Jetzt hier in der zweiten Hälfte haben wir jetzt noch die Schnecke drin. Dann haben wir nur noch die Alternativen und die Shinies, die uns fehlen. Sweeps. Ich kriege hier leichte Manafi-Vibes. Okay, also die erste Hälfte war schon mal ganz nett. Zwei kleine Shinies und die Goldkarte, die uns gefehlt haben. Ich hätte gerne nochmal ein großes Shiny. Tauros oder Mew wäre nett. Das sind so die beiden, die mir definitiv noch fehlen. Zwiebs, Kamaup und... Okay, okay. Verstecker. Alles cool. Ich habe mich kurz erschrocken, aber die haben wir schon 8-mal gezogen. Aber ist immer noch terra-kristallisierte Karte. Sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt auf dem letzten Slot erwartet habe. Denn selbst die Goldkarten sind auf einem Slot davor. Deswegen weiß ich gar nicht, worüber ich mich jetzt gerade so freuen wollte. Weil eigentlich Alternative sind auf den Reverse-Slots. Und eure Shinies auch trifft, Leute. Süß. Love it. Liebe diese Karten. Und ein Kukowai. Ja, ja, ja. Ich merke schon, ich werde da einiges in meine Sammlung einsortieren können. Falls ihr übrigens doppelte Karten habt. Ich tausche immer mal wieder mit Leuten auf dem Discord-Server oder über Instagram. Wobei Instagram mir immer ein bisschen zu aufwendig ist bezüglich Privatnachrichten. Pikachu, wo bist du? Die brauche ich noch. Deswegen, falls ihr Karten habt aus dem Set, die euch noch fehlen... Oh, und die ihr hier seht, die ich doppelt habe, weil ich sage das ja ständig. Und ihr Karten habt, die ich noch brauche, eventuell. Dann tickert mich doch gerne an. Lasst uns gerne tauschen und uns gegenseitig helfen, das Master Z zu vervollständigen. Mobtiff Reverse und Mimik Maholo. Lange nicht gesehen.
Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung und auch zu Instagram und all meinen Social Media Accounts. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir tauschen könnten. Weil niemand kann so viel öffnen, wie man ziehen müsste. Friedwurf. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon habe, ehrlich gesagt. Ich packe ihn mal beiseite. Ich weiß es nicht. Aber wieder ein kleines Shiny. Ja, also ich bin ehrlich mit euch, ich kann mich an diesem Set einfach nicht satt sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. In einem Monat gibt es sogar schon das nächste Hauptset. Ich frage mich, ob bis dahin Paldeas Schicksale durchgespielt ist. Eisenrad EX, let's go. 11 Booster haben wir noch übrig. Falls ihr euch immer wundert, warum ich hier so öffne. Wow. Ich versuche, die Codes ein bisschen zu verstecken fürs Online-Spiel, da ich die gerne selber einlöse. Und meistens werden die immer weggesnackt. Oh mein Gott, wir haben ein Fusteliger EX Shiny. Die hat auch noch gefehlt. Die hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber endlich mal eine Full Art Shiny, die uns noch gefehlt hat. Nicht die schönste. Nehme ich aber gerne mit. Okay. So langsam nähern wir uns dem Final Countdown. Flagnol, Funbee, Dedenne, FM, Dumpfon, der gute Shugi, Elfun, Gruff in Reverse, kein Shiny für uns und auch nur ein Hairstyle Epitaph. Naja, also ich muss aber sagen, ist okay. 36 Booster, Stand jetzt 2, 4, 6 Karten, die mir noch gefehlt haben. Wir haben noch andere Hits, die ich zwar nicht brauche fürs Master Set, aber die man, wie gesagt, weiter vertauschen kann. Von daher, wir sind hier definitiv nicht ohne Hitzerotom rausgegangen. Ich krieg hier auch gleich Hitze, wenn ich den Boy nochmal sehen muss. Ey, was ist denn mit dem? Ey, und dann grinst er auch noch so. Was, also wirklich. Den will ich jetzt in den letzten Boostern, wir sind unter 10 Booster noch, will ich den nicht mehr sehen. Flitiamo! Starmie! Was für ein schönes Shiny. Die sieht ja super cool aus. Wie krass glitzert dieser Kristall. Der schimmert richtig cool. Ja, nehmen wir mit. Und Friedwuff. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ein guter Hit kommt noch. Wir haben schon lange keine Alternative mehr gezogen. Die teuersten Karten Mew und Glurak. Was wir auch tun, sie kommen einfach nicht. Delfinator, again, another one. Jetzt kann ich sagen, den haben wir nämlich tatsächlich in diesem Video schon gezogen. Und ein Mopex. Immer wieder schön anzusehen. Ich möchte mir die Karten nicht kaufen. Das ist, Glurak und Mew sind einfach unbezahlbar. Deswegen, ich sag jetzt, ganz wild guess, wir ziehen die noch. Hier in einem dieser Booster schlummert noch einer der beiden Kollegen. Ja, Monetigo könnte mir was von seinem Gold abgeben. Dann würde ich das Set definitiv voll bekommen. 5 Booster to go. Okay, jetzt langsam wird's eng. Pantimimi. FM. Bitte, gib mir ein Mew. Oder ich will nicht mal Glurak. Gib mir Mew. Wobei Mew ist teurer, dann gib mir Glurak. Ich nehme die nicht teurere. Die teurere. Tenterra X. Auch länger nicht mehr gesehen. Aber haben wir schon. 4 Booster to go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir starten wieder mit Palim Palim. Komm, wir brauchen noch was. Oder gib mir Mew Shiny EX. Nicht die Alternative. Gib mir eine große Karte. Gib mir ein großes Shiny. Das kleine Hopspross nehme ich auch, denn das fehlt mir auch noch. Und es ist so süß. Guckt euch diese Fußis an. Das ist ja niedlich. Seit wann hat Hopspross einen Schwanz? Das ist mir noch nie aufgefallen. Es ist einfach eine Katze. Und kein Doppelhit-Magic. Aber schönes Shiny. Schön grüne Karte. Okay, Stand jetzt kann man sagen, wir haben definitiv einiges rausbekommen, was wir brauchten. Aber es reicht nicht. Ich möchte hier noch eine alternative Full Art rausziehen, die ich brauche. Komm schon. Wir brauchen noch irgendeine Trainerkarte brauchen wir auch noch. Ich weiß gerade nicht, welche. Sterno! Let's go! Eine weitere Reihe fertig. Sehr, sehr cool. 2 Booster sind noch übrig. Vorletztes Hit Magic. Bitte. Wobei, wenn nicht, dann Last Pack Magic. Das ist auch fein für mich. Aber noch eine Magic hier heute. Komm, Fragrunz. Leval.
Raichu Reverse. Sehr, sehr schöne Karte. Das ist kein Glurak. Die Paldea-Schüler im zweiten Artstil. Okay. Hit ist Hit. Okay. Alles oder nix. Jetzt, ich hoffe, hier ist jetzt noch was Gutes drin für uns. Hefel. Paldea-Schüler. Pikachu. Voltrian, off-centered. Bis zum geht nicht mehr. Kaokto. Pikachu in Reverse. Und jetzt, gib uns... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben eine Alternative. Wir haben eine Alternative. Oh mein Gott, welche ist es? Welche ist es? Oh, Peppa. Und nein, den haben wir schon. Nein. It's a Peppa. Und wir haben Double-Hit Magic. Kein Glurak, kein Mew. Aber noch Double-Hit Magic zum Ende. Das ist